Zweierlei darf ich vorweg sagen. Erstens hat mich an Texten, auch an Musil, immer interessiert, was sie mir oder generell zu sagen gestatten, was sie zu erkennen geben. Bei einem spezifischen Desinteresse am Text, vom genuin poetischen Desinteresse am Gedicht selbst, schreibt ja Jean-Luc Nancy vielleicht etwas, also in der Art. Also wenn es in der Folge so gut wie nicht um Musil geht, dann ist das quasi programmatisch. Zweitens gehe ich als didaktisch Geschulter im Folgenden vom Einfachen zum Schwierigen, aber in der Philosophie ist bekanntlich gerade das Einfachste das Schwierigste. Man wird sehen, wohin diese Komplikation führt. Vielleicht dann doch zu Musil, zu dem Roger Willemsen nämlich schreibt, dass Intellekt, Selbstreflexion, Kalkül und Raisonnement zunächst einmal nur Merkmale einer Störung seien. Problematisch wird es, wenn alles unproblematisch erscheint. Das ist ebenso paradox, wie es offensichtlich ist. Problematisch sind also die, wenn überhaupt, üblichen Formen des Literaturunterrichts, zumal zu Musil. Diesen herunterbrechend, wie der Redaktions- und Didaktikjargon sagt, auf ein brauchbares, operationalisierbares oder sonst wie verwurstbares Niveau. Dagegen stünde dann eben die unpraktische Vernunft, wie in Anlehnung an Kant und an Musils Charakterisierung Ulrichs, Nele Illner es an einer Stelle nennt. Das bräuchte wieder Platz. Ohne diese unpraktische Vernunft aber ist die praktische selbst da, wo damit nicht Moral gemeint ist, sondern moralisch neutraler Pragmatismus, nichts, was in der Praxis taugen könnte. Statt der üblichen Fokussierung auf Musils Schulroman, die ja auch im einleitenden Text zur Tagung skizziert wird, sowie der dann vermeintlich pädagogischen Ein- und Auslassungen, sei darauf mit einer Überlegung reagiert, die nun ganz fatalerweise eine Kompetenz ins Zentrum rückt. Kompetenz ist die Ignoranz fürs Situative oder gar Neue. Kompetent ist, wer sozusagen nach einem definierten Algorithmus auf ebenso definierte Probleme, möge es keine anderen geben, reagiert. Insofern rückt das Folgende eine Kompetenz ins Zentrum, allerdings nicht, um diese zu schulen, sondern zu untersuchen, inwiefern sie eine ist oder inwiefern das, worin man da kompetent wäre, nicht selbst dem Kompetenzbegriff oder dem Kommunikationsbegriff vor allem zuwiderläuft. Also alles nur am Rande mit Bezug auf das, was nahe liegt, die Betrachtungen eben zu Hagauer und Lindner. Die Didaktik ist nunmehr, also seit Jahren, nicht nur im Bereich der Germanistik der Kompetenz verpflichtet. Eine Kompetenzlandkarte gibt es auch in Zeiten einer Unübersichtlichkeit oder auch Offenheit des zu Denkenden, ein Sedativum der Pädagogik, so ließe sich sagen, mit Alfred Schirlbauer. Kompetenz, das ist praktisch alles. Wenn du die hast, bist du fast unsterblich. Man ist fast unsterblich, weil nochmal Schirlbauer es ja innerhalb der Selbstkompetenz auch eine Erhängungskompetenz geben könnte. Eine der naheliegenden und doch abwegigsten Kompetenzen im Bereich des Unterrichtsfachs Deutsch ist dabei die Kommunikationskompetenz oder kommunikative. Zitat, der Deutschunterricht hat die Aufgabe, die Kommunikations- und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler durch Lehrer mit und über Sprache zu fördern. Das steht so im tagesaktuellen, also nicht auf Langfristigkeit ausgelegten Lernplan des Fachs. Kompetenz aber beschreibt, wie gesagt, ein bestimmtes Reagieren auf bestimmte Inputs, also eine grundlegende Heteronomie. Die In- und Präformierten gewöhnen sich schon als SchülerInnen daran, Informationen rasch und umstandslos zu bekommen, am besten auf unterhaltsame Art und Weise. Nicht aufbereitetes wird irgendwann ignoriert, als ob wie ein gütiger Gott nun eine zum Beispiel gütige Schwarmintelligenz schon dafür sorgt, dass die eigenen Anliegen einem erstens vermittelt werden, zweitens aufbereitet und zwar drittens interessengemäß, die allein doch die eigenen wären.
Die Kehrseite ist, dass das eigene an diesem Fremden gar nicht entwickelt werden kann, womit das Fremde zum eigenen bis zum Plagiieren wird, nämlich seinerseits unerkannt. So jedenfalls ließe sich die Darstellung Stefan Webers auffassen, die das Komplement einer Welt beschreibt, deren Ergoogelung sie zu nichts als dem Produkt der Ergoogelung wandelt. Das ist ein ganz unterhaltsamer Text und hat mich positiv überrascht, weil man ja bei einem hauptberuflichen Plagiatsjäger vielleicht nicht unbedingt anderes als zwanghaftes Verhalten erwarten würde. Die einzige Hoffnung, dass es also nicht so kommt, dass nicht alles Plagiat oder Produkt von Ergoogelung ist, ist dann ironischerweise für viele die Ergoogelung des Ergoogelten mittels Plagiatsoftware. Und dazu vielleicht auf die Gegenseite bezogen doch noch die zweite Hoffnung, dass man nämlich, so man an der Idee festhält, Bildung oder Ausbildung drücke sich in der Fähigkeit aus, selbst zu denken und zu schreiben, dass man also eine Montage mit professionellem Design schaffen könnte, mit ChatGPT ab Version 3. Gute Leserinnen und Leser erkennen allerdings hier, dass eine solche KI schwatzt. Und wer das Resultat lobt, der hat es nicht verstanden. Dann gilt also, künstliche Intelligenz schlägt menschliche Dummheit. Von der AI zum Nona. Das ist die Logik der AI selbst. Man könnte mit Arthur Bödel auch sagen, es gehe von der AI zum IA und zurück. Dazwischen stehe der Bot ohne Eigenschaften. Man also mit Robert Musil zwischen AI und IA. Man könnte, das ist ein Text, den er mir dankenswerterweise für unsere Zeitschrift der PH Burgenland überlassen hat. Man könnte auch es so formulieren, finally, metaphor on a sentence or a word level functions as an a-logical means of communicating using what Musil refers to as the realm of the spherical, so nämlich Grill. Dieses sphärisch Umkreisende fehlt der KI, so Bölderl, wie man dann bald nachlesen kann, beziehungsweise wie er schon angedeutet hat. Ohne diese Ironie, die es also in der Kommunikation braucht, ist nichts zu sagen, auf das es ankäme. Sie prägt das Großbürgerliche bei Musil, aber auch das Österreichische, das von Moral spricht und anderes meinen kann. Also allerlei, was dann aber schon nicht mehr genau dies wäre. Der Möglichkeitsmensch, wie er in Musils Jahrhundertroman entfaltet wird, kann als literarische und ironische Aufarbeitung des großbürgerlich-aristokratischen Bewusstseins gelten, die dagegen eine Meta- und Meta-Meta etc. Ironie entwerfe. Darin besteht oder bestehe als Anspruch oder bestünde Kommunikation. Musil notiert ja im Tagebuch, der Durchschnittsmensch, aufgerissen bis in seine Tiefen, eine der stärksten Zeiten der Weltgeschichte, dabei eine Kommunikationsmöglichkeit des Geschehens wie nie zuvor. Wenn daraus nicht ein neuer Mensch hervorgeht, so ist die Hoffnung auf lange aufzugeben. Ob es eine Hoffnung hätte sein sollen, jedenfalls aber gerade ist es das Dysfunktionale, das sich bedenkt, dass Kommunikationsmöglichkeit wäre. Und diese ist also ein Wahrheitsproblem, das also nicht an eine einfache Abbildung glaubt. Insofern kann man ja auch zu den Sorgen bezüglich KI-generierter Bilder auf die Ästhetisierung der Politik bei Benjamin verweisen. Wer an Bilder glaubt, der agiert bereits nicht mehr ironisch oder eben auch demokratisch, sondern es wird dann eben populistisch, ochlokratisch. Auf angeblich kommende Sprech- und wahrscheinlich doch nicht Poesieautomaten reagierte übrigens ja schon, wie wahrscheinlich die meisten wissen, auch Enzensberger, und zwar durchaus lässig. Derlei könne auch als kritische Messlatte dienen, denn wer nicht besser dichten kann als die Maschine, der täte besser daran, es bleiben zu lassen. Also diese Gelassenheit plus genaues Lesen als Reaktion auf neue Probleme wäre ein interessanter Weg, wobei ich natürlich, wie wahrscheinlich wir alle wissen, die Gelassenheit fehlt, ebenso wie eine Einlassung darauf, was KIs können oder was Literatur vielleicht kann.
Diffuse Kompetenz und ein Googlen führen derweil jedoch zu dem, was in sozialen Medien an unverbindlichem und dennoch gerne fundamentalistischen Meinen und Glauben flottiert. Dort, wo die sozialen Blasen regieren, dort, wo man seine Sprechblase ungeniert entleert. Jürgen Habermas, der einst das Niedrigschwellige der Kommunikation solcher Plattformen begrüßte, hatte überraschend eingeräumt, es brauche vielleicht doch einen Diskurs und zwar über diese Regeln, also doch so etwas wie Gatekeeper und die Diskussion über sie. Kommunikationskompetenz führt aber eben nicht so weit oder tiefer, aber dann eben in Abgründe. Geschwätzige Kommunikationskompetenz gibt sich losgelöst von Formfragen, noch solchen der Epistemologie. Man reagiere stattdessen auf A mit B, wie man sonst auf A mit was auch immer sonst reagiert, einer Kausalität folgend, die man nur zu optimieren oder zu optimieren zu lassen brauche. Musil glaubt das offensichtlich nicht, vor allem widerlegen seine Texte derlei, worin nämlich dem entgegen etwas, das Reale vielleicht, sich gegen jene Kausalität auflehnt. Wo nämlich es um ein Denken geht, worin Motive von Bedeutung zu Bedeutung führen mögen. Dieses Denken gestattet wie immer beeinflusst von diesen Motiven und den Bedeutungen, die aus ihnen und dem Denken emergieren, immer noch die Frage, was eine inwiefern bewährte Annahme und dann sich bewährende Handlung sei. Die Kompetenz macht dagegen alles kompatibel. Dann wird eben alles sozusagen monokausal abgeleitet und erklärt, dass vielleicht sozusagen das paradoxe Komplement zur Grundlosigkeit, dass alles seine Gründe hat, aber auch nicht wirklich eben. Welche Seite beleuchtet aber das, die des sprechenden oder die des invernehmenden Menschen? Man hätte einst beides diskutiert, also auch inwiefern man besser verstehe, besser zwischen den Zeilen lese, der Offenheit dessen Rechnung trage, dass ein Text mitunter wie das, was er zu denken versucht, offen ist. Heute haben wir eher ein Optimieren des Sendens, als ob sämtliche SchülerInnen demnächst ins Marketing wechseln. Wer oder was, könnte man sagen, einen es so hält, dass er ohne Anspruch empfängt, ist souverän bzw. verblödeter Konsument und empfängt gerade darum nichts. Diese Souveränität empfängt sozusagen nur die imaginierten Ausnahmezustände ihrer selbst. Also wir sind sozusagen dort nicht mehr, wo kommunikativ Kompetente eben auch nicht den Ausnahmezustand mitverhandeln. Die Information ist indes das Intelligente, welches Intelligenzen voraussetzen. Etwas, das nicht ihnen zugehört, sondern sonst verstünden sie ja nur sich selbst, aber das doch partiell ihnen zugehört, sich erschließt ihnen, damit sie intelligent damit umgehen können. Informationen sind also das, was in oder an der Intelligenz emergiert, irritiert. Sie sind Störungen dessen, was ohne sie nichts prozessierte. Danach kann man staunen, wie die Störungen schwinden. Das ist in allem Dysangelischen das Minimum an Evangelischem. Irritationen und Unzufriedenheiten veralten rasch, weil es aber das säkulare Lumen und nicht das Lumen, nämlich Christi ist, oft im Rahmen fragwürdiger Gewöhnung. Man sollte also informative Probleme schätzen. Man könnte auch sagen, dass sie Probleme sind. Umwege, die unnötig Zeit zu kosten scheinen. Indes, deren Zeitverschwendung kann die beste Investition überhaupt sein. An diesen Zeitverschwendungen und Umwegen emergiert eben Intelligenz, was beispielsweise von Entwicklungsplänen nicht unbedingt behauptet werden kann. Hier wird das andere dem identisch Identifizierenden also
zum Problem, dem, was ist, und zwar es selbst, was das, was nicht nur nicht ist, sondern unmöglich. Kommunikation wäre eben dies. Alteritäten erschließen hier nicht nur die Sprechenden oder Schreibenden, die jedenfalls etwas senden, und die Interpretierenden, die dabei ihrerseits mindestens paraphrasierend ebenso etwas senden, einander, sondern auch aller Optionalität wird hier sozusagen etwas eingeräumt. Das, was als Möglichkeitssinn prominentes Thema Musils ist und Zukünftigkeit meint. Eine, die schon in der Vergangenheit sich ablesen lässt, es gibt ja diese Idee des immer noch Zukünftigen in der Vergangenheit, unter anderem auch bei Derrida, wo man also einreimt, while predicting that what the future will be is folly, it is useful to consider what futures are possible. Und zwar dann bis in jenes Unmögliche hinein, ohne dessen Anteil am Möglichen, das Mögliche nur ein Appendix dessen, was angeblich sei, wäre. Appendices sind freilich auch genau nicht solche, aber das nur am Rande. Es gibt ja diese Appendix-Logiken. Das Unmögliche konvergiert womöglich mit einer Logik, die wir also nicht verstehen und die besser funktioniert als unsere eigene. Der musische Möglichkeitssinn besteht darin, in Gedankenexperimenten die Wirklichkeit zu testen, sie in ihren Bestandteilen neu und anders zusammenzufügen, ohne dem Ergebnis einen Realitätsstatus, wohl aber eine Wirksamkeit zuzusprechen. So schreibt Florian Sprenger, dass solcher Art Gedachte konstituiert dann also eine Art Zwischenstadium. Und dies nur, insofern wir reden, trotz intelligenter Netzwerke, die uns herauszufinden helfen, mit wem wir kommunizieren wollen. Eine besondere Perfidie der Social Networks. Die Endstufe dieses Prozesses wären die taktische Idealzustände mancher Cyberspace- oder Pädagogik-Innovatoren und Utopisten, die in den Hirnen da also herumschwirren. Das Subjekt wäre dann von dem durchdrungen, was es zu sein habe, in einem Gesetz sich bewegend, aus dem man nicht heraus kann, was in etwa dem Gesetz, in das man nicht hineingelangen kann, entspricht, also ein Kafkanien, wie ein jüngst erschienener Essay von Reinhard Mehring betitelt ist, worin übrigens Musil dem Titel zum Trotz nur zweimal und bloß am Rande erwähnt wird. Warnte einst Musil den Essay nicht als Wissenschaft in Pantoffeln zu betreiben, was in einer gewissen Kommunikativität indes geschieht, nämlich in stilistisch insuffizienten Abkömmlingen desselben, so irrte er sozusagen, blieb nämlich folgenlos, nämlich wenn man nach den heutigen Ausbildungsideal schließt, was man aber, ich habe es angedeutet, gar nicht tun sollte. Was sich dadurch in der Welt durchsetzt, das ist eine Kommunikation, die insofern technisch ist, als sie Konsensverzicht leistet. Mechanisch folgen Befehl und Ausführung aufeinander, wobei genauer die Ausführung den Befehl nach sich zieht, indem sie diesen zu leicht und zu mühelos macht, von der Konsequenz nicht belastet. Es ist der Knopf, den man drückt, wobei das, das ist ein Musikzitat, wobei man, was immer man tun ließe, so nicht getan habe. Ein Bild Musils, das das kompetente Ausbildungsideal und die Kommunikation, die betreut und beliebig ist, gleichermaßen und kritisch umreißt. Übrigens gilt das schon innerhalb des Subjekts und seiner Vertraulichkeit mit angeeignetem, eben schon irgendwie verstandenem oder nicht verstandenem, aber ergoogeltem. Luhmann in dieser Passage fast didaktisch in Bezug auf seine SchülerInnen formuliert vom Gelernten, nämlich dem nur basal Vernommenen. Man solle wissen, dass man, wenn man sich in einer Sache engagiert, nicht die Vorstellung haben darf, es muss alles jetzt entschieden werden, sondern auch eine Art Gelassenheit haben muss in Bezug auf das, was man später nochmal gründlicher nacharbeiten kann.
Wenn wir nicht alles verstehen und woher wüssten wir es, wäre es so, dann versuchen wir besser, es später zu verstehen. Im Vergangenen, einmal Gelernten, liegt also auch in einem ganz grundlegenden Sinne, einem noch viel einfacheren als dem, den Derrida skizziert haben mag, Zukunft. Ich würde nur sagen, so Luhmann, dass man die Gegenwart nicht überlasten soll, dass man also in Bezug auf Studenten zum Beispiel oder bei einem Vortrag nicht so vorgehen darf. Jeder Satz ist gesagt, er kommt nie wieder. Jetzt muss ich es verstanden haben oder ich werde abgehängt und verstehe dann überhaupt nichts mehr, wenn ich das hier nicht verstanden habe, sondern dass man Wiederholungsaufwand und Arbeitsaufwand einplanen muss, weil man noch Zeit hat, sich damit gründlicher zu beschäftigen. Es haben sich bei mir Lektürearten entwickelt, wo ich ab und zu einmal irgendwas neu entdecke, was ich früher überlesen hatte, weil es ganz kondensiert geschrieben ist, sagt er später noch. Man liest Vergangenes, weil was man lesen kann, hören, vernehmen, immer vergangen ist, was es nicht an seiner Zukünftigkeit hindert. Man kann mit dem solcher Art Fremden und womöglich Feindlichen sogar sprechen. Und obwohl wir darüber noch kein einziges Wort verloren haben, ahnen wir bereits, dass man für den Feind, zu dem man spricht, eine gewisse, ja zuweilen eine stärkere Freundschaft hegt, als für den Freund, von dem man spricht. Derrida. Sprechen mit also. Hermes, das Netz ersetzt alle lokalen Stationen. So Michel Serres, hier Derrida nicht unähnlich, er formuliert also eine Geometrie, die jede Phänomenologie, jedenfalls jede naive Phänomenologie, irgendwo vor ein Problem stellt. Ist das nicht einigermaßen ähnlich, das Gesagte der seltsamen Durchdringung bei Musil, die die multiple Gegenseitigkeit plus einen erheblichen Radius der Vernetzung insgesamt als gemeinsames Denken entdecken lässt? Also anders ein umstandsloses Sehen und Wiedergeben als eine Art kommunikatives Missverständnis. Wer spricht, spricht in diesem Sinne und in diesen Sinnen, tut dies, damit es nicht beziehungsweise in anderer Weise darauf ankomme, wer gesprochen habe und ob in einem Text. Das ist, was Kommunikation schafft. Ein Kollektiv. Aber es ist heterogen. Und zwar noch jeder in sich, zitierend, sich anonymisierend, mit Identität dessen oder gar derer kommt man dagegen nicht weit. Wenn man also sagt, man sei aus Österreich, dieser Bergnation, dann bedeutet das für KärntnerInnen vielleicht etwas, aber wahrscheinlich nicht allzu viel, für die, die Menasse vertritt, nicht zufällig in Wien lebend. Ich zitiere an der Stelle. Zitat Menasse, ich habe mit Bergen nichts zu tun, in Wien gibt es keine Berge, in Niederösterreich gibt es keine Berge, mich interessieren Berge nicht, ich finde Berge sind ein Skandal der Schöpfung, es ist mühsam hinaufzugehen und oben ist es dann unwirtlich, es ist nicht Bestandteil meiner Identität, dass ich Bewohner eines Berglands bin. Zitat Ende. Es ist natürlich, davon mal abgesehen, dass Niederösterreich glaubt, Berge doch zu haben, jedenfalls ein Statement für den Dialog. Nicht wird hier dann der Dialog deswegen so leicht, weil von Tal zu Tal die Kommunikation schwieriger wird, sondern diese Abgeklärtheit ermöglicht ihn vielleicht. Das Lernen, das wichtig wäre, ist nämlich eines der Abgeklärtheit, die sich dann Irritation gestattet. Es ist ein Lernen der Irritation aufgrund derselben und um weiterer Irritierbarkeit willen, was mit Kompetenz, wie angedeutet, nicht gut vereinbar ist. Kompetenz sind nur jene, die sich nicht zu sich und der Tauglichkeit, der sie sich kompetitiv schon fügen, verhalten. Zitat Menasse aus dem gleichen Text, in Bildungsfragen darf es kein Tempo geben. Berührt wieder unsere offenen Sessions, Abbrüche überziehen etc. Also in Bildungsfragen darf es kein Tempo geben, sagt er, weil das Zeitmaß schon eine Heteronomie ist, die zugleich prima vista paradoxerweise das Heterogene verhindert. Denn, nochmal Menasse,
Wenn man das Tempo beim Studium anzieht, dann erzeugt man Pfusch. Gut, und nun am Nullpunkt eben dieses Tempos und scheinbar weit ab von Musil, wiewohl einige Zitate von Musil ja eingestreut waren, kann man unvermittelt feststellen, dass eben dieses Vermeiden oder Nicht-Zugestehen der umstandslosen Identität etc. bei Musil eben zu finden ist. In Gestalt einer freundlich-feindlichen Durchdringung, nämlich einer Durchdringung rationaler und irrationaler Elemente als Kollektiv von Alteritäten gewissermaßen. Und die beschäftigen uns ja ständig. Kommunikation ist also nur möglich, insofern als man uneins ist und gleichzeitig dann natürlich als nur als Problem denkbar. Und bei Schopenhauer gibt es ja in der Eristik die unerhört gewitzte Wolte, dass er sich über mehrere Seiten erklärt, wie man Recht behalten könne, ungeachtet dessen, ob man irgendwo argumentativ gute Gründe hat. Und Sie kennen die eristische Dialektik von ihm, das ist eine Art Antithese, also zu Habermas. Er entfaltet das Faul, um dann genau nicht zu sagen, dass sich so oder anders ein Konsens ergebe. Nicht? Zitat, wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob. Das persönliche Werden besteht darin, dass man vom Gegenstand des Streits, wenn man da verlorenes Spiel hat, abgeht, auf den Streitenden und seine Person irgendwie angreift. Man könnte es nennen Argumentum ad personam. Beim persönlichen Werden verlässt man den Gegenstand ganz und richtet seinen Angriff auf die Person des Gegners. Wird kränkend, hämisch, beleidigend, grob. Es ist eine Appellation von den Kräften des Geistes an die des Leibes oder an die Tierheit. Ich sage dann, diese Regel ist sehr beliebt, weil jeder zur Ausführung tauglich ist und wird daher häufig angewandt. Nun fragt sich, welche Gegenregel hierbei für den anderen Teil gilt, denn will er dieselbe gebrauchen, so wird es eine Prügelei oder ein Duell oder ein Injurienprozess. Also Schopenhauer ist da angenehm ratlos. Das aber oder ein nobles Unterliegen hilft ja nicht. So zieht Schopenhauer den folgenden Schluss. Die einzig sichere Gegenregel ist daher die, welche schon Aristoteles im letzten Kapitel Topika gibt, nicht mit dem Ersten, dem Besten zu disputieren, sondern allein mit solchen, die man kennt und von denen man weiß, dass sie Verstand genug haben, nicht gar zu Absurdes vorzubringen und dadurch beschämt werden zu müssen. Und um mit Gründen zu disputieren und nicht mit Machtsprüchen und um auf Gründe zu hören und darauf einzugehen und endlich, dass sie die Wahrheit schätzen, gute Gründe gern hören, auch aus dem Munde des Gegners und Billigkeit genug haben, um es ertragen zu können, Unrecht zu behalten, wenn die Wahrheit auf der anderen Seite liegt. Daraus folgt, dass unter 100 kaum einer ist, der wert ist, dass man mit ihm disputiert. Übrigens lasse man reden, was sie wollen, denn desipere est juris gentium, also unverständlich zu sein ist Menschenrecht. Das will im Zeitalter Trumps und anderer, die von der Distribution dessen, was Harry Frankfurt in der Philosophie thematisierte, also Bullshit, nicht hinreichend erscheinen. Gemeint ist damit vielleicht aber etwas nur weniger ausgeführt, was bei Derrida als diese Idee des Feindes, mit dem man spricht, aufscheint. Was er ja trotzdem und ausgerechnet sozusagen zu Carl Schmitt bedenkt. Carl Schmitt, wo man ja diese Idee bekommt, dass den realen Feind, als den schlimmsten zu imaginieren, handlungsunfähig macht in der Folge. Also auch wiederum eine Problematik der Identität und zwar auch dessen, den man in eine solche hineindrängt. Nicht? Zu den drei Paradoxien der Kommunikation verweise ich da auf Martin Seel. Die erste Paradoxie widerspricht natürlich Schopenhauer. Also wer spricht, weiß nicht, mit wem er spricht. Vielleicht besser schon oder vielleicht ist das gerade die Chance, dass man nicht glaubt, es zu wissen.
Wobei dann die Schaffung dieser Situation womöglich dem Vorschub leistet, dass das Gegenüber eines werde, mit dem sich reden lasse. Es geht also gegen die Privatisierung, die Vereinzelung, Individualisierung, aber eben dennoch des nach wie vor bestehenden Individuums, das sich so kommunikativ handlungsfähig konstituiert. Wobei der Privatier eben im Griechischen bekanntlich der Idiot ist, hin wiederum der Mann ohne Eigenschaften in der griechischen Übersetzung, natürlich der Anthropos Choris Idiotes, aber das nur am Rande. Befriedet man das, also dieses ganze Setting, so ist das das Ende des möglichen Friedens. Und zwar für das Subjekt, das dann entweder eigenschaftslos oder eine Quantität von Qualitäten ist, die nichts verbindet. Ulrich ist ja dieses Spannungsfeld, er ist gerade nicht eindeutig der Mann ohne Eigenschaften, sondern vielleicht auch reine plurale Eigenschaftlichkeit, aber ohne jenen Mann. Das macht indirekt für Musil und dann dessen Figur Ulrich Moosbrugger ja auch interessant als Paradigma dieses Zerfallens in das, was er methodisch je sei. The sense that the experts are unable to arrive at a consensus over Moosbrugger at a rational explanation of for this conduct is deepened by the fact that Moosbrugger himself gives an account of how he came to commit the murder of which he has confessed. Their failure does not surprise Ulrich, however, who learns about the case from the newspaper and becomes fascinated by it. Denn die Erklärung beschreibt das Subjekt gerade als Nicht-Subjekt, auch jene Moosbruggers, der seinerseits darauf verweist, bestimmt worden zu sein. Das sehen Sie dann im unteren Abschnitt. Diese perverse wie moderne, abstrakte Ich-Identität auf dem Sprung zu einer postkonventionellen Selbstkontrolle, die gefordert ist, aber nicht gefordert werden könnte, beschäftigt Musil. Aufgrund der Bedingung des Nicht-Definitiven des Subjekts für das, was es sein werde, auch in Bezug auf ein Kollektiv, das Subjekttauglichkeit hätte, als wer sprechen könnte, in sich und mit anderen, notiert Düttmann jedenfalls, je aussichtsloser die Verständigung sei, und zwar noch jene über das Primat der Verständigung, welcher also dem Kommunizieren als Dogma im Wege stehe, desto uneingeschränkter sei das kommunikative Handeln. Also Kommunikation noch einmal als Gegenteil einer entsprechenden Kompetenz. Insofern ist zwar die Parallelaktion, die Musil im Mann ohne Eigenschaften skizziert, voller Ironien, aber es ist vielleicht gerade keine Ironie, jedenfalls im Sinne Ilners, wenn sie beobachtet, dass sich die Parallelaktion ironischerweise als große pazifistische Aktion geplant, wenn überhaupt im Krieg, verwirklicht. Dieses Indirekte ist das statt pro eher paragrammatische Österreich. Einzig Arnheim, der Deutschland und vielleicht auch ein gleichwohl etwas preußisches Europa vertritt, seems able to unite and synthesize all contrasts and is a perfect expression of intellectual unity for the participants of the parallel campaign. Weshalb er das vereindeutigt, was davor nur irgendwie problematisch sich entfaltet, wie angedeutet wurde. Bloß ist das Programm dann damit nicht vereinbar. Stattdessen ist der Stillstand die Handlung, die also nicht zwischen Parenthesen und Exkursen stillsteht, sondern darin, im Stillstand, sich zuträgt oder zutrage oder zutrüge. Gasser charakterisiert ja die Postmoderne, indem er auf Musils Romanhandlung, die sich in wissenschaftlichen Exkursen verliert, hinweist. Es sei eine Handlung, die dann wieder in Gang komme, wieder zu einem ersten Höhepunkt gelangen könnte, indes vom 45. Kapitel an schon wieder einfach stillsteht. So seine Schilderung, also wir haben da ein bestimmtes Fortschrittsmodell. Das Festkomitee, das in der Parallelaktion zum Thronjubiläum Wilhelms II. Entsprechende Feierlichkeiten auch für das Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs vorbereiten will, tut dies kakanisch. Also stringent, indem sich das Komitee seine Aktion lediglich erredet, weshalb überhaupt nichts geschieht.
Aber wie wirksam das ist, wie subversiv, wie fortschrittlich, was Gassers der Text und dessen Ironieresistenz jedenfalls hier nicht hinreichend zu würdigen scheinen, das wäre eben zu sehen. Tatsächlich ist es eine Weigerung, die Dinge hin zu einem Sinn zu entflechten. Man sei gegen nichts so misstrauisch, Musil, nicht, wie gegen alle Wünsche nach Entkomplizierung der Literatur und des Lebens, nach homerischer oder nach religiöser Stimmung, nach Einheitlichkeit und Ganzheit. Es gäbe Leute, so setzt Musil diesen Gedanken andernorts fort, welche sagen, wir haben die Moral verloren. Moral meint dabei Rationalität, insofern sich Moral begründete und in Handlungen begründet übersetzte. Andere, das ist jetzt wieder Musil, andere sagen, wir haben die Unschuld verloren und uns mit dem Apfel im Paradiese die störende Intellektualität einverleibt. Wieder andere sagen, dass wir durch die Zivilisation hindurch zur Kultur gelangen müssten, wie sie die Griechen hatten, und so mehreres. Das Ende. Dagegen stehen also Stile, Ironie oder Ironien, multiple Ironien, die Dissemination. Und zwar sehr zu Recht ist ein solcher Text, auch genetisch ein solcher Text, also zu sehen. Und sehr zu Recht auch eben bei Arthur Bölderl in guten Händen, der diese Tagung, kann man ja verraten, auch auf den Tag, auf den Geburtstag Lacans legte. Gasser schreibt, dass Musils, Zitat, Musils skeptisches Denken in Möglichkeiten der Pluralität zustimmte, was seinen Roman offen hielt. Das ist bei Sinnkonstruktionen anders als bei Dächern ja nicht schlecht und eben nicht vollendete. Nämlich in einem totalen, und zwar einem totalen Unsinn. Und das ist wieder das Schöne, es ist, Zitat Musil, es ist das Sicherste, einen Unsinn zu sagen, denn irgendwann geschieht er. So, Musil, was fürs Projekt eben bedeutet, man solle es wünschen, aber mit ironischer Reserve wollen und umsetzen, woran man gehe. Nochmals Zitat Musil, ein Wunsch ist ein Wille, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Denn das, was bleibt, bleibt auch nochmal ein Wort Musils, kurzatmig. Kurzatmig. Das oder die Reaktion hierauf ist die Logik der Parallelaktion, ironischerweise als große pazifistische Aktion geplant, die, wie mit Illner gesagt wurde, sich, wenn überhaupt, im Krieg verwirklicht. Und Luhmann sei dazu nochmals zitiert. Er schreibt zur pazifistischen Moralität, die keine ist, gerade angesichts der Drohung eines Makrokriegs, sei ihm etwa die Friedensbewegung zu kriegsnah, zu kriegerisch, indem sie eben jenes Gespräch und jene Alterität der Politik bagatellisiert und darauf eine de facto exzessive und zugleich sklerotische Auseinandersetzung empfiehlt. Zitat Luhmann, die Friedensbewegung arbeitet mit Prämissen, von denen ich nicht sehe, dass sie friedensfördernd sind. Ich sehe beispielsweise nicht, dass Abrüstungspolitik friedensfördernd sein könnte. Denn sie setzt ja voraus und schafft, was dann Ordnung sei. Und man weiß bei diesem Wort, was im Rahmen einer Musil-Konferenz unweigerlich zitiert wird und auch schon wurde, nämlich irgendwie geht Ordnung und das Bedürfnis nach Totschlag über. Pazifismus ist, Zitat Luhmann, also kriegserzeugend, polemogen. Intelligenz ereignet sich dagegen in Improvisationen, die Allianzen ergeben, bis hin zum Frieden, der einem aber dann eher kommunikativ passiert, sozusagen. Also Frieden sei etwas im Entstehen. Im Entstehen sei das Ereignis auch das Nicht-Ereignis des Nicht-Kriegs, könnte man ja behaupten. Das ist das Textuelle statt des Territorialen, wo statt des lesenden Menschen BibliothekarInnen herrschen, deren einer bei Musil ja sagt, er kenne jedes Buch, also auch die ganze Welt, Zitat, weil er keines lese, mit Ausnahme der Kataloge. Natürlich ist umgekehrt dieser Illiteratenzugang zur Welt sehr kompetent. Man weiß, wo man findet, was als Antwort gelten wird und man wird dann zu so etwas wie Richard David Brecht oder Wagenknecht und Co.
Der preußische Großindustrielle Arnheim, Exponent der Idee der Macht aufgrund technischer Vollkommenheit, zugleich ästhetisch gebildet, Verehrer von Intuition und Mystik, ein neuer Uomo Universale, mag die schillerndste Figur sein, übrigens auch die, die als Porträt Walter Rathenaus besonders politisches Interesse an Musils Text erregte. Gleichzeitig ist es so, dass gerade dadurch dass nicht nur subjektive Scheitern solch großer Würfe demonstriert werden kann. Ulrich dagegen ist eben der Nicht-Idiot, der zwischen allen Narrativen keinem derselben folgen kann, keinem derselben glaubt. Aber verzichtbar sind diese nicht. Falsche Mythen führen zu falscher Politik, das heißt zwar, dass alle Mythen falsch sind und alle Mythen zu falscher Politik führen, doch keine Mythen führen dann trotzdem zu keiner Politik womöglich. Also zu nichts, das man, wie gesagt, zu einem sagen und mit einem besprechen könnte. Wir haben dieses ständige Problem mit Narrativen, nicht? Das sich dann auch bei Nicolas Mahler so am Rande findet. Ich verweise übrigens auch auf einen kleinen Aufsatz von Catherine Rising an der Stelle. Also Ulrich weiß, nicht völlig scheitern wird womöglich nur das, was nicht gelingen kann, wenn man es ganz zuspitzt. Und Musil bleibt in der Folge dem Aber und dem Witz und auch dem Aberwitz treu, wissend, dass die Sprache nicht nur wegen des Missbrauchs in einer militarisierten und ideologisierten Gesellschaft, sondern auch wegen des neuen Denkens und Bewusstseins erneuert werden müsse. Immer wieder sich selbst ins Wort fallend. So kurios es also auch anmutet, wenn Arnheim und Stumm von Bord wäre, Diotimas Salon für Verhandlungen über galizische Ölfelder, die kriegsstrategische Bedeutung haben, nutzen, jedes Programm endete so oder wenigstens so ähnlich. Immerhin erwähnt sei Musils anonym erschienener Text von 1925, worin er dagegen die Dysfunktionalität des Militärs zu dessen quasi Asset macht. Kakanien, notorisch defizitär, halte sich Armeen, die bloß eine Menge Geld vergeuden. Das Zitat, diese Armeen nicht zum Angriff auf die Nachbarn gehalten werden, das braucht man weder in Wien noch in Pest mit großem Ehrenwort zu versichern, so Musil zum Zustand derselben. Sie sei aber sogar ungeeignet, die Integrität des Landes zu wahren. Bloß Vorwand für Aggression könnte sie noch sein, das ist ihre letztliche Möglichkeit. Ich verweise da auf diesen schönen Text. Wie sehr dabei das Wortspiel des Einfalls eines Einfalls Musil zu diesem Text bewog, sei dahingestellt. Interessant ist jedenfalls, dass das kommuniziert werden könnte, dass der intelligente Entschluss zum Krieg immer ein Unding ist. Dass man bei Musil eine direkte Verzahnung von Psychiatrie als Rationalisierung und des Irrationalen und zugleich Kriegsvorbereitung als Irrationalität im scheinbar Rationalen aufscheinen sehen kann. Kommunikation ist das Dementi der Kompetenz, die hier vielleicht nicht zufällig Musil Ferner in den Sinn kommt. Ne? Das Wort Kompetenz findet sich in dem Text. Und das wäre ja der Kreis, den ich zu gehen sogar irgendwann vorgehabt hatte. Kommunikative Kompetenz ist ein Unding, was sich durch die Sprache Musils dort zeigen ließe, wo sie heute gepredigt wird als Kompetenz, als kommunikative Kompetenz, der den Gymnasiastinnen, sie wird den Gymnasiastinnen ans Herz gelegt oder an die Herzlosigkeit gelegt. Stattdessen wäre vielleicht zu einem Literaturunterricht zurückzukehren, der ihnen wieder besser bekäme und uns besser bekäme. Literatur nämlich gestattete, sich nicht zu glauben, wo man etwas positiv formuliert zu haben scheint. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.